Vorstellung der neuen Spielzeit 2011 am Theater Baden-Baden. Zusammen mit ihrem Team stellte die Intendantin im siebten Jahr ihr buntes Programm vor. 16 Premieren stehen unter dem Arbeitstitel Stücke aus zwei Jahrtausenden. Eine klassische antike Komödie diesmal, aber auch ganz neue Stücke. Das neueste ist eine Bühnenfassung von dem zweistimmigen Roman Alte Liebe von Elke Heidenreich und Bernd Schröder. Da bin ich besonders stolz drauf, dass ich das geschafft habe, dass wir das machen dürfen. Möglicherweise ist es sogar eine Uraufführung. Das druckfrische Programmbuch lässt einen roten Faden erkennen, der sich durch die Spielzeit zieht. Was machen die da oben? Ein Satz, der aus dem Roman Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull stammt, was auch als Bühnenfassung ganz am Ende der Spielzeit zu sehen sein werden, stammt und was sich mit der Faszination der Höhe im Allgemeinen, ob das nun die Zugehörigkeit zur Upper Class wie in High Society, was das nächste Musical sein wird, sich niederschlägt oder wie in Aristophanes die Vögel. Das Theater ist in Baden-Baden quasi Alleinversorger im Genre Sprechtheater. Mit drei Bühnen und einer Mischung aus Krimi, Musical, Komödie und klassischem Theater will Nicola May dieser Rolle am Standort gerecht werden. Das ist sehr schön, aber es ist auch eine Aufgabe für uns. Und deswegen finde ich es auch richtig, leichte Sachen zu zeigen, aber auch Dinge, die zum Nachdenken anregen, die vielleicht ein bisschen herausfordernd sind, sei es in der Ästhetik, sei es in der Form des Textes. Also an diese Mischung glaube ich nach wie vor ganz fest. Und ich glaube auch, dass meine und unsere Zuschauer das schätzen. In Zeiten kurzer Budgets und einem allgemeinen Trend gegen das Theater schaut auch die Baden-Badener Bühnenleiterin nicht unbesorgt auf den nächsten Haushalt. Die Erfahrungen aus ihren ersten sieben Jahren geben ihr aber Mut, nach vorne zu schauen. Sie verlässt sich auf ihre Besucher. Aber ich denke, ich weiß mich schon hier in der Stadt Baden-Baden, mich und natürlich vor allem das Theater, es geht ja nicht um mich persönlich, sondern um das Theater, um die Menschen, die hier arbeiten und um unsere Zuschauer, weiß ich uns alle doch in einer Kulturstadt in Baden-Baden, für die Kultur ein wirklicher Wert ist. Das gibt mir das Vertrauen, eine schöne, bunte Spielzeit zu planen.